Hallo Kackbratzen. Könnt ihr euch noch an die Zeit erinnern, in der man sich nicht einen von der Palme gewedelt hat, nur weil ein Spiel 12 Millionen Pixel und Polygone auf den Bildschirm kotzte? Eine Zeit, in der das Gameplay und die Story im Vordergrund stand und wir auch mit 2D-Grafiken stundenlangen Spaß hatten, wenn wir nicht sogar über Wochen das ein und dasselbe Spiel gespielt haben? Es war vielleicht eine technisch einfache Zeit, aber dennoch benötigte man ein echt funktionierendes Gehirn, um das Spiel auch dann beenden zu können. Ich weiß, dass sich das der Profi-Fortnite-Spieler nur sehr schwer vorstellen kann. Da sein Gehirn die Aufmerksamkeitsspanne eines durchschnittlichen Lauchs hat, benötigt man schnelle Action, bunte Farben und ständig neuen Content, da sonst das Spiel langweilig wird. Ich hätte da eine ebenso spannende Alternative. Wie dem auch sei. Es ist schade, dass diese Einfachheit quasi beinahe verschwunden ist und wer denkt da nicht auch an ein Zelda, das in seiner Urform grafisch so ansprechend war wie Grießbrei. Aber trotzdem konnte man über unzählige Stunden in einer schönen Welt und mundgeklöppelten Story eintauchen. Leider war Zelda eben nur ein Ding, das in der Welt von Nintendo existierte. Es gab zwar Versuche, dieses Look and Feel zu kopieren, aber fast jeder Entwickler ist daran gescheitert. Mit einer Ausnahme. Im Jahr 2009 kam ein Spiel für die gute alte PS3 auf den Markt, das wohl der beste Zelda-Klon seiner Zeit war und es auch bis heute noch ist. Zumindest meiner Meinung nach. Die Entwicklerbutze Silicon Studio nahm sich das alte Legend of Zelda zur Brust und pumpte eine Menge Voxel in die Mixtur und heraus kam 3D.Game Heroes, das dem Klassiker nicht nur in allen Belangen gerecht wird, sondern mit neuen Ideen auch den alten Nostalgikern ein wirklich unvergessliches Spielerlebnis bietet. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte im zweidimensionalen Königreich Dotnia ein kleiner tapferer Held, der einst seine Welt vor einer bösen Präsenz rettete. Mit 6 magischen Kugeln versiegelte er nicht nur die Dunkelheit, sondern auch den finsteren König Onyx, der das Land mit seiner schrecklichen Herrschaft unterdrückte. Der Frieden kehrte zurück und anscheinend lief es sogar so gut, dass unser alter Held in Vergessenheit geraten ist. Die Jahrhunderte vergingen und Könige kamen und gingen. Der neue König von Dotnia war allerdings mit seinem Reich nicht mehr ganz zufrieden und dachte darüber nach, wie man dieser aber leicht faden 2D-Welt etwas mehr Schwung verpassen könnte. Er holte sich einen Berater ins Haus und der kam auf die hervorragende Idee, das Königreich komplett in 3D neu erstrahlen zu lassen. Das Redesign war ein voller Erfolg und so wurde das Königreich wieder zu einem geschäftigen Zentrum der Aktivität. Allerdings gab es da ein Problem. Der ach so tolle Berater des Königs war ein hinterlistiger Kerl, der das einstige Übel, das das Land unterdrückte, aus seiner Verbannung befreite. Das schöne neue 3D-Königreich scheint dem Untergang nahe zu sein. Was es nun braucht, ist ein neuer Held. Ein Held aus Pixeln. Ein Held in 3D. Wer mindestens einmal in seinem Leben Legend of Zelda Link's Awakening oder zumindest A Link to the Past gespielt hat, wird sich sofort im Spiel zurechtfinden. Selbst die Musik klingt verblüffend wie ein echtes Zelda, auch wenn man hier und da einige Noten abgeändert hat, um die Kopie nicht gleich so offensichtlich zu machen. Aber auch wirklich alles erinnert an das große Zelda. Die Mechaniken sind dieselben, ebenso wie die Waffen und Schilde, Bewegungen, Feinde und der Stil der Oberwelt. Die Brunnen und auch die kleinen Herzen und sogar das Interface, das euch eure Gesundheit, Ausrüstung und all den anderen Kram anzeigt. Aber obwohl alles an das alte Zelda erinnert, gibt es einen großen Unterschied, der diese Kopie von seinem großen Vorbild unterscheidet. Das Schwert. Es gibt zwar auch in Zelda das Master-Schwert, mit dem man eine Art Laser abfeuern kann, aber in 3D.Game Heroes hat man es mit einem komplett anderen Kaliber zu tun. Während das Schwert am Anfang noch eine ziemliche Lusche ist, wird es mit einem jeden Upgrade zu einem Ding, das die Größe des kompletten Bildschirms annimmt. Es gibt da nur einen Nachteil. Wenn euer Held verletzt ist, wird der Schwerthieb zunehmend schwächer und fast schlaff, wenn man sich der Schwelle des Todes nähert. Sammelt also so viele Äpfel wie nur möglich auf. Aber dieses besonders befriedigende Gefühl, wenn man auf den Angriffsknopf drückt und das Schwert mit einem Puff alle Gegner auf dem Bildschirm auslöscht, ist einfach nur großartig. Man stapft durch die Gegend und allein der Pew-Sound der Klinge macht dieses Spiel schon zu einer einzigartigen Perle, die man einfach lieben muss. Generell ist aber die Grundformel und der Aufbau des Abenteuers im Wesentlichen gleich mit dem aus Zelda. Man versorgt sich mit Informationen in der Stadt, bahnt sich seinem Weg zum nächsten exotischen Ort oder Tempel, man durchquert den Dungeon, holt sich den gesuchten Gegenstand und am Ende wartet dann auch schon ein besonders mächtiger Boss.
Wie auch schon in Zelda haben die Dungeons Wände, die man mit Bomben durchlöchern kann. Es gibt mehrere Stockwerke oder auch versteckte Gänge und natürlich auch verschiedene Räume, für den man einen jeweils andersfarbigen Schlüssel benötigt. Alles wirkt so vertraut und obwohl alles so unheimlich nach Zelda wirkt und man es wirklich mit einer 1:1-Kopie zu tun hat, wird das Spiel niemals langweilig. Es ist ein waschechtes Zelda. Wie zur Hölle kann ein Zelda jemals langweilig werden? Ich meine, schaut euch doch bitte mal die Grafik an. Die ist einfach so unglaublich. Was den Spielspaß etwas trüben könnte, ist der Schwierigkeitsgrad. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel generell schwierig ist. Vor allem dann nicht, wenn man mit einem mächtigen Pew wieder mal den kompletten Bildschirm leer räumt. Am Anfang sieht das mit der rostigen Klinge natürlich noch anders aus. Aber es gibt da trotzdem ein Ding, das in 3D.Game Heroes mal abgesehen von der lächerlich gut aussehenden Grafik besonders knackig ist. Die besagten Bosse könnten für den ungeübten Spieler unter Umständen eine kleine Hürde darstellen. Diese riesigen Monster sind aber auch dann ziemlich schwierig, wenn man unvorbereitet in den Kampf kommt. Wer allerdings auf der anderen Seite deren Bewegungen auswendig lernt, kann aber noch so jeden mächtigen Biest die Seele aus dem Leib prügeln. Es gibt auch keinen wirklichen Trick dahinter und Bosse erfordern nicht mal einen speziellen Gegenstand. Das Ding, das immer noch am meisten Schaden ausrichtet, ist euer treues Schwert. Während man aber kräftig austeilt, sollte man niemals seine Beinarbeit vergessen. Schnelles Ausweichen und gegebenenfalls Blocken ist immer noch das A und O. Man verbringt also die meiste Zeit damit, seine Grundfertigkeiten bis ins kleinste Detail zu verfeinern. Denn die flinken Bastarde können euch auch schon mit wenigen Treffern eure Seele aussaugen. Die Bosse sind definitiv ein Höhepunkt dieses Abenteuers und die lohnendsten und aufregendsten Kampfabschnitte im ganzen Spiel. Wer sich nicht ganz so blöd anstellt, kann 3D.Game Heroes bereits in gut 10 Stunden abschließen, aber nur wenn man sich mit dem absoluten Minimum zufrieden gibt. Für alle, die etwas mehr wollen, gibt es noch einen unzähligen Fundus an Nebenquests. Die sind aber nicht nur dazu da, um seine Zeit zu verplempern, sondern es wartet auch jedes Mal eine tolle Belohnung auf euch. Die meisten optionalen Missionen sind zeitbasiert, erscheinen also nur für kurze Dauer und verschwinden für immer, wenn man einen Dungeon abgeschlossen hat, der einen Spielabschnitt beendet. Deshalb lohnt es sich, häufig zwischen den verschiedenen Dörfern hin und her zu reisen, um auch noch mit jedem Einwohner zu sprechen, ob er vielleicht eine helfende Hand benötigt. Das kann vielleicht etwas anstrengend sein. Aber viel schwerwiegender ist, dass man quasi absolut null Hinweise bekommt, was man eigentlich überhaupt zu tun hat. Allzu schnell kann man einen wichtigen Hinweis übersehen und damit blockiert man sich unter Umständen eine ganze Questreihe. Wer also einen Sack voll Geduld mit sich bringt, kann nicht nur wertvolle Schätze finden, sondern beinahe unzählige Stunden Spaß haben. Einige Nebenspiele sind auch wie kleine Minispiele im Spiel aufgebaut. So findet man auch Dinge, die an ein Tower-Defense-Spiel erinnern oder auch ein Breakout-Klon mit Lego. Sofern ich hier überhaupt Lego sagen darf, ohne einen Brief von zwielichtigen Anwälten zu bekommen. Das vermutlich größte Ding in 3D.Game Heroes ist aber, dass man sich seinen eigenen Charakter zusammenbauen kann. Dank des wenig komplizierten 3D-Editors hat man dann die Möglichkeit, seinen Traumhelden aus kleinen Würfeln zusammenzusetzen. Und ein sehr naheliegender Charakter wäre ein quasi 1:1 Nachbau von Link. Insgesamt ist aber eurer Fantasie fast keine Grenze gesetzt. Und wo wir gerade bei kleinen Würfeln sind, sprechen wir mal über das Offensichtliche. 3D.Game Heroes verwendet einen herausragenden Kunststil, bei dem alles, von den Häusern über die Stadtbewohner bis hin zu den Monstern, aus einzelnen Blöcken besteht. Wenn man ein Monster besiegt oder Gras schneidet, explodiert das Objekt dann komplett in seine Einzelteile. Der visuelle Stil ist innovativ und so unfassbar toll, da er dem Spieler das Gefühl vermittelt, ein Teil der Welt zu sein, anstatt nur über ihr zu schweben. Alles wirkt so plastisch, als könnte man alle Figuren und Objekte aus dem Spiel mit der Hand greifen. Dinge aus der Nähe erscheinen hell, farbenfroh und scharf, während Dinge im Hintergrund völlig verschwommen sind. Und das Wasser funkelt so stark, dass man beinahe blind davon wird. Die Bewegungen der Charaktere wirken auch in etwa so, als seien sie mit Stop-Motion-Technik aufgenommen worden und alles verbreitet einen so unheimlichen Charme, den man heute vergeblich sucht. Man muss das Spiel einfach mal selbst gespielt haben. In einem Video kommt dieses ganze Spielgefühl einfach nicht richtig rüber. Und bei all der Grafik läuft das Spiel auch noch komplett flüssig. Ladezeiten sind so gering wie möglich gehalten worden und wer es noch schneller haben möchte, der installiert sich das Spiel auf der Festplatte. Und der Soundtrack? Hört man nur mit einem Ohr hin und schließt seine Augen, dann hat man wirklich das Gefühl, dass man den klassischen Zelda-Soundtrack beinahe komplett kopiert hat. Die Musik ist jedenfalls so schön, dass man sofort Pipi in den Augen hat. Sprachausgabe gibt es keine, dafür eine Menge Text, den man selber lesen muss. Wie eben im klassischen Zelda. Jedes noch so kleine verdammte Pixel und auch noch jeder Ton erinnert an den großartigen Nintendo-Klassiker. Ist aber 3D.Game Heroes eine schamlose Kopie? Nun, vielleicht. Aber es ist wohl eher eine Hommage an den Klassiker und keine Kopie.
Und bis heute ist dieser Titel wohl die beste Möglichkeit, wenn man auf der PlayStation in die Fußstapfen des kleinen elfenohrigen Helden schlüpfen möchte. Insgesamt bleibt einem also nichts anderes übrig, als sich in dieses Meisterwerk zu verlieben. Es gibt so viel zu tun und der wohl größte Grund, sich 3D-Game Heroes zuzulegen ist, dass es aus einer komplett anderen Zeit zu stammen scheint, in der das Gameplay eben noch im Vordergrund stand und uns somit mit sehr viel Nostalgie und so vielen schönen Erinnerungen versorgt. Solltet ihr über diesen beinahe verlorenen Titel stolpern, müsst ihr unbedingt zugreifen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.